Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch State of Decay in der Juggernaut Edition auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad der sogenannten Todeszone. Und wir haben 8 Tage überlebt. Ich freue mich auf die nächste Runde. Wir schauen mal, ob wir etwas bei unserer Gang machen können. Ja, ich würde sagen, wir wählen jemand anderen. Und zwar Quill. Richtig. So. Die muss repariert werden. Die geht zurück. Ah, jemand hustet ja wie verrückt, ja? Ja, Imogen, Whitney. If that feral tackles me, Gomez. Okay. So, also. Wir haben das, wir haben das. Oh, wir haben 2 Rauchgranaten. Nice. Oh, Baby. Hello out there. I have some goodies to trade straight from Trumbull Valley. Come on by. So. Die Echo. Davon nehmen wir eins mit. Ja, vielleicht so eine Stimulantienflasche. Okay. So, wen nehmen wir mit? Weezy. Wo ist der? Hier. Good to see you alive. Okay. Hey, what's up? Listen, you'd be fantastic. So. Für den wollen wir auch eine Waffe haben, und zwar nehmen wir die. What's happening? Okay, fein. Holy shit. So, jetzt sagen wir mal das laden. Wer ist das? Imogen. Mann, ey, du musst dringend... Ja, dringend in die Klinik, meine liebe Freundin. So, wir haben das. Ja, ich weiß, was wir jetzt mal als erstes machen. Wir holen mal den anderen Wagen. Da hinten ist ein Feral. Can't do it.
Keep it down. They're close. Got some dead ones coming in. Mich noch interessieren würde. Ja, da gibt es ein. Ein Infektionspunkt. Das kann man gleich mal angehen. Bei den Trumbull-Händler, da waren wir ja schon. Ich glaube, die hat nichts für uns. So, was haben wir hier? Bücher, okay. So, und zwar müssen wir. Ja, das ist eine ganze Strecke. Ich glaube, wir nehmen den anderen Wagen dafür. Das kann damit rein, das kann weg. Den Ding mal rüber. Also ich benutze jetzt die Fahrzeuge als Lager sozusagen. Weil unser Lager voll ist. This load is quite heavy. Ja, ist aber nicht schlimm. So, was wir noch brauchen, ist ein Molly. Okay, here we go. So, man kann sich natürlich über die Philosophie streiten, ob das überhaupt Sinn macht, diese ganzen Infektionsherde mal zu jagen. Also, zunächst mal, das ist den Vorteil, dass es die negativen Effekte von Moralabzügen verhindert. Außerdem wirkt sich positiv auf die Moral aus. Man kriegt immer einen kleinen Boost. Strength is how you gain security, but wisdom is how you keep it. If you want your community to thrive, you need teachers. Und man ist dabei auch unterwegs. Also man fährt durch die Gegend und erledigt gleich noch ein paar andere Sachen dabei.
Deshalb finde ich es ganz gut. Ich hatte lange die Vorstellung, dass das effizient ist. Aber also im Moment fahren wir mit der Idee ganz gut. Verbraucht eben eine ganze Menge Ressourcen dabei, ja. Man braucht viel Benzin, man verbraucht Molotow-Cocktails, man verbraucht Bolzen. Auf der anderen Seite ist es auch ein Training. Also ich bin noch nicht ganz klar damit, wie das zu bewerten ist. So. If plague hearts were part of God's plan, I'd like to have words with them. So, I guess it's time for me to clean up the mess you made while I was recovering, huh? Screamer. Die Frage ist eben, wo die sich aufhalten. We should nip these infestations in the bud. Oh Gott, hier wimmelt es ja vor Leuten. Oder? Ne, hier ist jeder. Okay. I should reload. Komm, komm, komm. Komm, komm. So, wie geht's dir? What's happening? Geht ihm gut. So, also das war gar nichts. Da hinten gibt's die nächste. Und da unten gibt's eine. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir zu dir nach da unten. Holen uns aber erstmal hier was. Well, this looks like a homey neighborhood. Oh, hey. Got a point. Maybe we can trade this to someone.
Ja, und das hat auch, ich finde, die große Kunst in diesem Game, sich dann auch wirklich rechtzeitig absetzen zu können und nicht zu denken, nee, ich kämpfe das jetzt durch. Denn gerade wenn Feral mit im Spiel ist und da so viele Zombies rumrennen, das habe ich schon so oft erlebt, man hat einfach sehr wenig Chancen. Noch aktiv für 42 Minuten. Okay, wir müssen einfach die Programmierkenntnisse verbessern, aber so ist das nur ja sehr schwierig. Da ist nichts. Das dauert einfach viel zu lange. Wir brauchen Bücher. So, das ist schon die Nacht, glaube ich, unseres 9. Tages zum Beginn des 10., wenn ich mich nicht täusche. Yeah. Wieder ein Militärtruck. Dann fahren wir bei unserem Außenposten vorbei. Militärtruck. Hello. I just need one helpful soul to pitch in for a minute. Ja. Ja, wenn man die gut verteilt hat, diese Außenposten, also strategisch günstig verteilt. Yes? Das macht ein macht sich gut. Wenn man dann während der Mission immer mal kurz zu Hause vorbeischauen kann, gewissermaßen. So, wobei, ich denke, den können wir mal nehmen. Unser Wagen ist ja ganz schön ramponiert worden. So, wie geht's uns gesundheitlich? Du hast 110 von 120. Du hast 81 von 100. Geht noch. So. My turn.
Hier irgendwo in der Nähe. Okay. Bin nicht ganz sicher, wie wir da hinkommen. Passenger. Ein bisschen Schwierigkeiten hier, den richtigen Weg zu finden. Drei davon, das ist klar. Okay, Zombie-Bedrohung zu Hause, das hat Vorrang. Zwar einfach, weil es Kohle bringt. I wonder if this is what hell feels like. So, außer Spesen ist nicht viel gewesen. Wir haben eine kleine Suchtour gemacht, aber das hat sonst nicht viel gebracht. Ja, ist aber leider so. Wir sind falsch, ja? Ja. Looks like a juggernaut. Falsch abgewogen. Schlafe noch. Sollte mal kurz auftanken.
So. So, dann lasse ich dich mal loslaufen. Oh, hey. See ya. We may be outnumbered, but we have to stay strong. Und weg hier. Hang out. We cannot give up. You hear me? Okay. Waiting for more to show up is definitely the hardest part. I'd like to trade, if you're open to it. Okay. Munition habt ihr? Schrauben, ne. Das ist wirklich sehr wenig. Keep on fighting! Mysteriöse Übertragung, okay. Könnte man danach machen. Oh yeah, we made it. Oh, look who's not dead yet. Fahren wir gleich mal hin. So, bei dem Trumbull-Händler, glaube ich, gibt es nicht mehr viel zu holen. Das hatten wir schon in der letzten Folge gemacht. Ach nee, die ist ganz anders. Wo ist sie denn? Ach, die ist da unten, okay. Cute. Habe ich verwechselt. I'm with the network, visiting from Trumbull Valley. Ja. Anything you need? I'm back on my feet. Das könnten wir auf jeden Fall nehmen. Kompostierer. Bodenanreicherung.
Also, es geht uns ja nicht schlecht, aber ein bisschen Lebensmittel auf Tasche zu haben, kann nicht schaden. So, und dann, weiß ich nicht, schaue ich vielleicht mal nach dem Infektionsherd im Süden. So, so, so. Lagern wir hier ein. Erstmal wie sie finden. Wo ist der? Da. Der war ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, der sollte sich ausruhen. Is anyone going to use their brains to actually think? You know, while we still have them? Ach so, und wir wollen ihn natürlich nicht verbannen. So, Quill ist auch ein bisschen angeschlagen. Aber vielleicht sollte er mit Gomez gehen. Wo ist sie? Die ist da. Good to see you. Bye now. Greif auf das. No. I can't carry that. Mich mal interessieren würde. Hat er nicht hier noch einen Schalldämpfer? Na. So. Ich will dich ja mitnehmen, so. Nein. Sehr gut. I'm right behind you. Super. Plague hearts were part of God's plan. I'd like to have words with him. Ah.
Wir qualmen schon, oder? So, wenn wir diesen Infektionsherd platt gemacht haben. Nein, hier ist nicht sicher. Ist leider nirgends sicher. Ich würde nur gern verhindern, dass wir anfangen zu brennen. So. Gut, ja, setzen uns erstmal hier ab. We got a friendly survivor nearby. Could you hold up for a second? So, also. Da ist unser Haus. We've made some friends here. Let's try not to lose them. I should reload. Das macht sich immer gut, ja. Zehnter Tag bricht an.
Nothing here we can use. Fire in the hole! I'm a little banged up. It looks okay, but we can't actually secure the place as long as that plague heart is nearby. Okay, es lief nicht ganz so, wie erhofft. And that was the last one. Haben wir denn jetzt für ein... Ja, du bist down, ne, Baby? 94, okay. So, der ist abgeschlossen. Sollte uns also gut gehen. Dann schauen wir mal, ob wir handeln können. Verbündet sind die sogar. Zwei. Hi. Die Banausen, okay. Mit dir in klarer Hand. Okay, I guess so. Oh ja, Baumaterialien, gut. Zwei für 178, Mann, ist das teuer. Ja, das ist zu teuer. 22 für 30, das ist allerdings gut. Ja? Du kannst mal das nehmen, das nehmen, das nehmen. Oh, hey there. I'd like to trade, if you're open to it. Yeah, okay. 178. Ne. Tut mir leid. So. Also drei. Wo ist der? Nichts wie weg. Feral spotted. Mal schauen, dachte wir hatten da auch noch Verbündete. Ja, das Handeln in dem Game ist tatsächlich ein wichtiges Element. Und man darf da, auch wenn man Kohle hat, glaube ich, nicht unvorsichtig sein, nicht zu viel bezahlen. 178 für 2. Finde ich sehr viel.
So, wir können mal schauen, was uns die hier für Angebote machen. That screamer's just dripping with plague. Hey there, take a load off. So, what have you got to trade? Yeah, sure. Mollys, 9 Mollys für 2,25. Nee, das ist mir alles zu teuer. Screamer spotted. The cure for blood plague is costly to produce, but Red Talon has experts working to solve that. When we have more news to share, you'll hear it from me. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Ihr Neuigkeiten für uns? Hey, what's poppin'? So, what have you got to trade? Yeah, sure. Nee. Mechanikerbuch. Schon wieder ein Feral. Okay. Home sweet home. Bitte kümmert ihr euch darum. Sehr gut. So, haben wir irgendwas? Nee, das kann also alles weg. Talk to me. Huh? Hang in there, okay? So, Baumaterialien sind wir bei 17. That bloater is bad news. Okay. Fantastic. So, was kriegst du für eine Waffe? Du kriegst mal das Ding. Mal probieren den Mod hier abzumachen. Wait, I just thought of this one spot where my friend T-Dog used to store his medicinal supply. I should check it out. Wieso kriege ich den Mod nicht ab? You just remembered where you've got another drug stash? Yeah, my mind is like still trapped sometimes.
Okay, dann suchen wir mal nach Gomez. Du sollst ja auch eine Waffe haben. Und zwar geben wir dir... Feuerrate gering, Feuerrate noch geringer. Dann geben wir dir die hier. So, okay. Nächste. Time for me to get medical assistance. Genau. I'm off to see the medic. Genau, das solltest du. Okay, fein. So, schon wieder ein Infektionsherd. Wir sind jetzt wieder bei 3 wahrscheinlich, ja? Also schauen wir mal. 2 im Nordwesten. Einer im Westen. Mann, das hört echt nicht auf. Okay. So. Gut. Mal davon abgesehen, geht's uns gut. Wir behandeln die Seuche und die Infektion, haben gute Werkzeuge, gute medizinische Anlagen, eine exzellente Krankenstation. Latrinendienst wird gemacht, Hoffnung von Wheezy, der Moralbonus und die Musik von Wheezy. Ja, wir machen uns ganz gut. So, wie sieht's hier aus? Lebensmittel haben wir minus 6 am Tag. Insgesamt essen wir minus 14 am Tag. Wenn man das hier alles abzieht, 2, 4, 6, 8, bleiben noch 6 übrig, die wir jeden Tag verlieren. Das heißt, wir haben mit dem hier einen Vorrat von 3 Tagen, okay. Wir haben ja aber noch welche im Wagen. Medikamente 2 pro Tag, Munition 1 pro Tag. Ach, den kriegen wir dazu, alles klar. Benzin kriegen wir auch dazu durch Shanna. Ersatzteile 0. Einfluss 25 durch Wheezy. Sehr cool. Gut. Nächste Ding. Die Werkstatt ist auf Stufe 3. Ein Toolkit 150, 70. Jemand von uns weiß über Munition Bescheid. Weiß gar nicht genau, wer das ist. Armbrust mit Visier. Okay, I'm all better. Regal. Das tut man dann wahrscheinlich ins Lager, ja? Palette. Lager brauchen wir, also wir brauchen 8 Materialien. Mehr Materialien. Mehr Munition, mehr Benzin und Mini-Kühlschrank. Wahrscheinlich Lebensmittel.
Okay. Eine Signalantenne. Ja, das bringt uns nichts. Strommods. Solargenerator. Da fehlen uns aber. Da fehlt uns das Wissen über elektronische Geräte. Aber das wäre zu überlegen. Denn. Das scheint von allem die Lagerfähigkeit zu erhöhen. Also. Einzelteile und so weiter. Das können wir schon mal anschalten. Achso, mich hat noch was anderes interessiert. Hier, das können wir machen. Ein bisschen mehr Einfluss. Strom. Kommandozentrale 3. Ah, das wäre super. Das wäre echt klasse. Wo ist denn, verlieren wir die Außenposten? Zwei Außenposten verlieren wir dann. Ja, aber das will ich schon machen. Ich würde sagen, den Munitionsaußenposten und einen Essensaußenposten nehmen wir dann kurz weg. Können wir dann wieder reinholen. Munitionsaußenposten brauchen wir ohnehin nicht im Moment. Aber ich glaube, das nutzt deshalb nicht so viel, weil dann braucht man das Ding permanent. Ich glaube, wir brauchen dann Strom permanent. Oh. Ja, die Basis ist einfach zu klein, dass das Ding. Gut, what else? Aktive Effekte. Kommandozentrum. So, Vorteile von Chirurgie und Pathologie. Zusätzliches Behandlungsbett. Ja, keine Ahnung, ob sich das jetzt lohnen würde. Is that a rule about dating? In a zombie apocalypse, so not worth it. Massenheilungsset. Beseitigt Teilinfektionen mit 3 solchen Proben. Was war hier? Dazu braucht man Wasser. Dazu braucht man Wasser. Schmerzmittel. Boah, 8-mal Medikamente. Ja. Na gut. Gibt's hier noch irgendwas? Benzinkanister. Materialien für Ersatzteile.
Munition sortieren. Nö. Schauen wir noch kurz in unsere Gang rein. Imogen, geht's gut? Ja, sie ist deprimiert. Mann, ey. Das ist wirklich ein Minimum. Also die minus 30 kriegt man ja nicht weg und dann nochmal minus 3 Punkte und sie ist deprimiert. Er ist auch deprimiert. Unsere Rekrutin ist okay. Ach so. Imogen profitiert mit 15 Latrinendienst, Moralbonus und Musik. Er mit 15. Sie aber profitiert auch von den medizinischen Anlagen. Was würde sie dann glücklich machen? Kann man das sehen? Ne. Kann man leider nicht sehen. So, sie ist selbstsicher. Ja, und ihr können wir noch was beibringen. Auch total gut. Baumeister. Sie liebt die Werkzeuge. Okay. Er ist sogar fröhlich. Ja, dem geht's richtig gut. Sie ist deprimiert. Geht hier langsam voran. So. Whitney. Cute. Okay. Good to see you alive. Ja. Tja, dann soll's das gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. War eine schöne Runde. Wir starten in die nächste Runde gestärkt, würde ich sagen. Stabile Moral. Müssen wir mal schauen, ob wir uns dann wieder um die Infektionsherde kümmern. Oder ob wir diesen Vorrat von Shanna angehen. Werden wir sehen. Freue mich, dass ihr dabei wart. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye, bye.